Okay, hier kriegen wir noch ein paar Infos über Dr. Jimenez Forschungen. Und der Vermummte, da wissen wir ja ganz genau, wer das ist. Das ist Ruvik. So, ihr bleibt aber alle liegen, ne? Ihr schlaft hier nur ein bisschen rum. Ah, Scheiße! Ich wusste's! Einer steht doch immer wieder auf hier. Okay, kurz warten. Gesundheit regenerieren lassen. Ich höre da irgendwas. Irgendwas rauscht da vorne. Alter, ist das dunkel hier. Ich mach mal gerade die Lampe an, damit ihr wenigstens was seht. Okay, können wir öffnen. Kontrollpunkt, alles klar. So, ist das der Aufzug, mit dem die gefahren sind? Ich glaube ja, ne? Ach, hier ist die Serverhalle, oder was ist das? Sieht fast so aus, dass die Hauptrechner hier sind. Das ist aber nicht ordentlich verkabelt, Leute, hier. Das ist aber hier Note 6, ganz ehrlich. Da fällt ja jeder drüber hier bei dem Kabelsalat. Okay, dann fahren wir mal mit dem Aufzug. Ich frage mich, ob wir hier wirklich auch auf Joseph und Sebastian treffen. Weil, ganz ehrlich, das scheint eine andere Realität zu sein. Warum? Scheiße. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. Nein, 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 nein. Ich will hier gar nicht warten. Ich will hier einfach nur raus. Nein, nein. Nein, warum? Nicht du. Oh, nein, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch, ich bin falsch. Nein, ich bin falsch. Ich bin doch gar nicht da. Ich bin doch gar nicht da. Was? Was? Oh nein, ich hasse sowas. Ah, verdammt. Wir haben uns gesehen. Scheiße, renn doch. Renn doch. Ich kann nicht rennen. Verdammt. Okay, wenn die uns blendet, können wir offensichtlich nicht mehr rennen. Scheiße. Ach, ich war doch schon in Deckung. Verdammt, die hat uns gesehen. Verdammt, die hat uns gesehen. Ich muss schnell in Deckung. Warte mal. Also, ich drücke hier. Die kommt dahin. Ja, ich kann nur da in die Ecke. Okay, ich muss einfach wahrscheinlich schneller abhauen. Ich war wahrscheinlich eben zu langsam. Pass auf. So, und jetzt schon hier hin. Schnell, schnell, schnell. Weg, 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 weg. Jetzt hier hin. Ich habe ja oft gewartet, bis der Aufzug kommt, ich Blödmann. Das war natürlich sehr dumm. So, wir gehen jetzt hier in Deckung. Bitte warten Sie, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. Kurze Zwischensequenz. Oh nein, ich hasse sowas. Ich hasse sowas. Ja, genau. Okay, ich bleib jetzt hier erstmal. Ich denke mal nicht, dass die ein festes Muster hat. Energie wieder bei 20%. Scheiße, scheiße, ist die schnell. Ist die schnell. Okay, ich bleib jetzt hier. Leslie ist nicht da. Leslie ist nicht da. Ah, Scheiße! Verdammt! Hat die uns jetzt schon? Ich hoffe nicht. Komm, beruhig dich. Beruhig dich. Beruhig dich. Scheiße. Hat die sich jetzt da festgebackt? Das wäre natürlich... Das wäre... Naja, was heißt, wäre geil? Es ist eigentlich... Naja. Okay, es erscheint... Nein! Ah, scheiße! Mist! Okay, sie darf uns nicht einmal sehen, sonst haben wir ein Problem. Sie darf uns nicht einmal sehen. Das war eigentlich schon nicht schlecht, aber ich muss... Die darf uns nicht sehen. Ne, wenn die sich jetzt da festgebackt hätte, wäre natürlich blöd gewesen, weil dann hätten wir das Spiel ausgetrickst und ich will es eigentlich fair lösen. Okay, gut. Wir gehen wieder dahin, wo wir eben waren. Das war gar nicht schlecht. Oder vielleicht... Warte mal, ich gehe mal... Ich gehe mal hier in Deckung. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. Ach, leck mich. Ich muss doch sowieso warten. Okay. Das Ding sucht nach Leslie. Warte mal, ich gehe mal aus der Deckung raus. Das Blöde ist, ich sehe sie gerade nicht. Energie wieder bei 20%. Sie. Ach, da hinten. Nein, hier vorne ist sie. Scheiße, ich renne da noch genau dahin. Ich Blödmann. Ich Blödsack. Okay.
Die guckt nämlich immer um die Ecken rum, das ist das Problem. Scheiße. Nein, ich bin hier nicht. Scheiße, ich krieg die Krise, Alter. Wie soll ich der denn? Alter, die ist doch viel schneller als wir. Die ist doch viel schneller. Verdammt. Die leuchtet. Ich bin schon wieder tot. Die ist doch viel schneller. Wie soll ich denn der ausweichen? Ich kann doch so schnell gar nicht um die Ecken rum. Verdammt. Oder ist die taub? Wenn die taub wäre, wäre natürlich cool. Dann können wir einfach wegrennen. Aber dieser Strahl, der paralysiert einen ja. Das ist das Problem. Alter, die ist doch viel schneller. Wie soll ich denn der ausweichen, ey? Ich meine, wir haben noch eine Flasche, aber das bringt doch auch nichts. Alter, das ist jetzt... Das ist echt... Das ist heftig. Die ist doch mega schnell einfach nur. Wie soll ich das denn schaffen? Hier war... Warte mal, ich muss gleich mal... Wollten wir nochmal sterben, gucke ich mal, ob hier irgendwo ein Lüftungsschacht oder so war. Dann gehe ich da einfach rein. Ich glaube, hier war aber keiner, ne? So, jetzt gehen wir erstmal hier rüber. Da ist der Schein. Auf den Schein achten. So, jetzt kommt sie wohin? Na, wo willst du hin? Leslie ist nicht hier. Nein! Verdammt nochmal! Scheiße. Okay. Ja, töte mich. Komm, ich hab eh verloren. Ich gucke jetzt mal, ob hier wirklich, ob hier ein Lüftungsschacht ist. Ich glaube, hier war aber keiner. Alter, ist das schwierig. Das ist echt haarig hier. Das ist ja noch schlimmer wie mit der, Samara für Arme hier mit der langen schwarzhaarigen. Huch. Mit der schwarzhaarigen Tussi da, mit der, die man mit Feuer bekämpfen musste, erinnert euch bestimmt noch. Die war ja auch schon schlimm, aber Hedi? Ach so, Entschuldigung. Ach, verdammt. Ja, ich weiß, du bist außer Atem. Ich weiß, so. Hier können wir. Ich glaube, hier ist nichts, ne? Hier können wir nirgendwo uns irgendwo verstecken. Hier ist absolut gar nichts. Nee. Nee, hier ist kein Lüftungsschacht, nichts. Können wir hier vielleicht hin? Wo die rauskommt, die drückt ja diese Rohre auseinander. Warte mal, das könnte ich vielleicht versuchen. Die steht ja gleich erstmal hier. Das heißt, ich gehe jetzt mal da in Deckung. Dann gucke ich mal, ob wir vielleicht zwischen diese Rohre können, die auseinander drückt. Das könnte vielleicht klappen. So, jetzt schnell hier hinter. Das gucken wir uns jetzt mal an. Ja, genau. Nein, nein, nein. Kidman, bitte hier hin. Danke. Genau hier bleiben. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektronik wiederhergestellt ist. So. Reicht der Platz aus, dass wir da durch können? Ich glaube nicht. Sieht verdammt eng aus. Jetzt guckt sie natürlich erst hier, ne? Ist sowas von klar. Okay. Ich weiß nicht, ob die immer dasselbe Bewegungsmuster abzieht. Das wäre natürlich genial. Wenn die immer dasselbe Bewegungsmuster hätte, müsste ich mir das ja eigentlich nur einprägen. Ich glaube, hier bin ich aber erstmal relativ sicher. Hahaha, von wegen. Okay, wo geht sie jetzt lang? Wo geht sie jetzt lang? Okay, da lang. Dann gehe ich jetzt hier hin und werde jetzt gleich getötet. Weil ich es jetzt nicht schaffe, da unten hinzukommen. Wetten? Geschafft. Okay. Die kommt uns zu nah. Die geht. Na, war so klar. Das war so klar. Okay, ich probiere das jetzt einfach mal. Kann ich hier... Ich kann da nicht hin, ne? Nee. Verdammt, das ist doch wohl nicht wahr. Ich weiß auch nicht, was die für... Die geht jeden Gang ab. Die geht jeden einzelnen Gang ab. Das habe ich schon raus. Also, die geht... Moment, ich muss mal gerade gucken. Die kommt von da, dann geht sie erst hier runter, geht den Gang ab. Geht den Gang ab, geht den. Die geht eigentlich reihum, oder? Wenn die reihum geht, dann müsste ich doch eigentlich nur... Pass auf, dann machen wir jetzt Folgendes. Wenn die reihum geht, ich verstecke mich hier, dann schleiche ich hier runter. Und gehe da runter, zu dem Server, weil da geht sie ja dann wieder als letztes hin. So müsste ich das eigentlich... Warte, ich probiere das mal aus. Das müsste eigentlich klappen. Wenn die immer denselben Weg geht, müsste das eigentlich funktionieren. So, jetzt gehen wir erstmal hier unten in Deckung.
Das müsste eigentlich funktionieren. So, komm her. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. So. Jetzt guckt sie erst hier. So, der ist abgefrühstückt. Jetzt geht sie rüber, ganz auf die andere Seite. Energie wieder bei 20%. So, jetzt sucht sie da. So, schaut da und geht jetzt hier, schaut in die Mitte. So, jetzt geht sie... Ach nein, verdammt, ich war zu früh. Scheiße. Verflixt. Ja, okay, das war mein Fehler. Scheiße, ich war zu früh. Mist. Mist, 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 Mist. Ich musste echt so aufpassen. Die kleinste... Oh, das Bild kennen wir noch. Die kleinste Bewegung zu falsch und du bist dran. Okay. Wir schaffen das. Wir schaffen das, Leute. Okay, so. Jetzt erst hier unten in Deckung. Achso, nee. Ich wollte eigentlich in der Hocke bleiben. So. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. So, sorry, dass wir leider... Ihr kennt das ja noch vom Tresorkopf. Die Sequenz haben wir uns ja auch oft genug angeschaut. Ist aber auch wirklich nicht einfach. Ist wirklich nicht einfach. So, komm her. Lucky, Lucky. So. Leslie. Hallo, guten Tag. So. Die hat doch gar keine Arme. Oder sind die Arme vielleicht... Es kann auch sein, dass die Arme unter dem Tuch verborgen sind. Das kann natürlich auch sein. So, hier bleiben. Warten. Die guckt sich jetzt hier erstmal alles genau an. Scheiße. Wieso geht denn die jetzt dahin? Das Bewegungsmuster hatte ich jetzt allerdings nicht auf dem Schirm. Ich meine, sie war jetzt hier erst. Kann die jetzt... Kann, komm. Verdammt. Alter, was? Was zum Geier? Alter! Hör doch mal auf! Scheiße! Jetzt kann ich da gar nicht... Kann ich die da hinlocken? Verdammt, 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 verdammt. Die kann doch da jetzt nicht lang, ne? Weil da Strom ist. Nein. Nein, 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 nein. Oh, verdammt. Komm, komm, lauf doch einfach in den Strom rein. Ach Mensch, es ist doch scheiße, ey. Es ist doch kacke. Ah, Mist. Jetzt weiß ich auch, was uns da eben verletzt hat. Das war der scheiß Strom. Also bei 50%. Alter, das wird ja, das wird so heftig. Das darf doch wohl nicht wahr sein. Och Mann, ey. Ich dachte, wir müssen einfach nur... Da kommt da dieser Strom auch noch bei 50%. Okay. Alter Vater, ey. Okay. Also, hier in Deckung, das ist schon mal gar nicht so schlecht. Bleiben wir auch. Da in der Mitte bei den Kabeln. Da müssen wir gleich aufpassen. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Energieversorgung wiederhergestellt ist. So. Ich wette, bei 80% oder so, da kommt noch irgendwie Feuer von der Decke oder so. Mit Sicherheit. Irgendwas passiert hier noch. Scheiße, Leute. Ich würde das ja einfach aussitzen, aber es funktioniert nicht. Die rennt ja überall rum. Energie wieder bei 20%. Hat die eigentlich Ohren? Ich will mal was ausprobieren. Die hat keine Ohren. Das hätte die hören müssen. Ach, ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Ich bin so dumm. Tut mir leid. Tut mir leid, Leute. Ich bin dumm. Ach, ach Mensch. Willkommen zurück bei The Assignment. Ja, ihr seht, ich habe einen kleinen Schnitt gesetzt, weil beim letzten Mal, es wurde mir einfach zu viel Rage Mode on und so. Ich habe einfach aufgegeben. Ich habe dann mal kurz das Spiel pausiert. Ja gut, jetzt doch einen Tag, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ja, ich bin zu oft gestorben und es wurde mir einfach...
zu viel, ganz ehrlich. Ich habe dann gesagt, komm, machst du erstmal eine Pause, gönnst dir mal ein bisschen Ruhe und dann versuchst du es einfach nochmal. Weil ich will jetzt auch ungern irgendwo anders reinschauen und gucken, wie die das gelöst haben. Denn es gibt hier ganz sicherlich eine Lösung. Ich habe auch mal nachgedacht und zwar, die Flasche hat sie ja nicht gehört. Vielleicht hat die keine Ohren. Das heißt, ich muss gar nicht permanent hier immer zwischen den Gängen schleichen. Ich kann vielleicht auch mal eine kleine Rennaktion starten. Ja, das heißt, dass wir hier auch mal ganz schnell auf einen anderen Punkt rennen können. Weil ich glaube auch nicht beobachtet zu haben, dass sie mal zwischendurch hier so reinleuchtet. Weil hier müsste ich ja schon in Deckung gehen. Aber ich glaube, die leuchtet immer nur in die Gänge. Hier können wir ja nachher nicht mehr hin. Bei 50% wissen wir ja, fangen die Kabel an zu schmoren. Ich weiß nicht, ob das hier in der Mitte auch so ist. Ich glaube allerdings, wenn ich mir das hier so anschaue, ja. Das heißt, wir können eigentlich nur noch hier so lang. Also hier. Hier weiß ich schon gar nicht. Ich glaube, eher hier wird es dann wahrscheinlich brenzlig, weil da die Kabel kaputt sind. Dass das überhaupt läuft, ne? Das ist schon ein wahres Wunder. Ich weiß auch nicht, ob ihr der Strom was ausmacht. Ich glaube nicht, ne? Ich glaube, ihr macht das gar nichts. Die lacht da nur drüber. Okay, gut. Ich versuche es jetzt mal mit Rennen. Bis 50% müssen wir durchhalten. Danach weiß ich ehrlich gesagt nicht, was passiert. Ich weiß auch gar nicht, wie viel Prozent wiederhergestellt werden muss. Ich denke mal 100, ne? Bis das hier komplett wieder grün ist. Naja, wir gucken mal. So, jetzt fällt erstmal der Strom aus. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektroversorgung wiederhergestellt ist. Klirr. So, da ist es schon. Hallöchen. So. Dann schau mal bitte da in die Ecke. Danke. Da ist nämlich niemand, wie du siehst. So, und jetzt renne ich. Und wir sehen. Aha! Es interessiert sie nicht. Okay. Perfekt. Heißt, ich renne jetzt hier rüber. Und lächel einfach. So, sie kommt ja jetzt nicht erstmal hier wieder zurück. Die guckt ja jetzt erstmal hier rüber. Okay, alles klar. Aber das ist sehr, sehr gut. So, jetzt hier hin. War schon wieder zu spät. Okay, aber wir können rennen. Das ist gut zu wissen. Wir müssen nur aufpassen, wenn sie dann so rüber guckt. Da müssen wir aufpassen. Aber wir müssen nicht mehr zwingend uns verstecken. Das ist gut zu wissen. Das heißt, wir sind jetzt definitiv schneller. Ja, okay. Bin ich ja mal gespannt. Okay. Also wir können rennen, das interessiert sie nicht, weil sie es nicht hört. Ich denke mal, die hat keine Ohren. Die hört unter diesem komischen Helm nichts. Was ja schon mal sehr gut ist. Ja, Kidman, ich weiß. Du darfst nicht so viel rennen. Achtung, Fehler. Bitte warten Sie, bis die Elektroversorgung wiederhergestellt ist. Okay, so. Also bis 50% müssen wir es schaffen. Ich denke mal, dann haben wir das meiste hinter uns. Hoffe ich. Ich hoffe nicht, dass da noch mehr kommt. Ja, ja, geh ruhig darüber. Mir ist scheißegal. Hallo, na, guten Tag. So, dann wissen wir ja, geht sie in die Mitte. Ich weiß jetzt noch nicht mehr, wo sie danach hingegangen ist. Hä? What? Oh, nee. Hat die jetzt ernsthaft die eine Haarsträhne von uns gesehen? Toll. Woher weiß sie dann eigentlich, wo wir sind? Die kann uns doch theoretisch dann gar nicht sehen. Alter, kann ich das jetzt mit der die ganze Zeit machen? Das wäre natürlich geil. Aber ich glaube, spätestens, wenn die 50% von dem Dings sind, kann ich das nicht mehr machen. Aber so klappt es doch eigentlich ganz gut gerade. So klappt das doch eigentlich ganz gut. Ich kann nur jetzt leider nicht mehr hier hin. Wow, okay, das funktioniert. Wie geil. Wie geil ist das denn? Wo ist er denn? Da. Hat die jetzt die Spur wieder verloren? Hat die Spur wieder verloren? Das wäre... Ja klar, die hat die Spur wieder verloren. Wie geil ist das denn? Die hat die Spur wieder verloren. Wie geil. Okay, sie kann also doch wieder die Spur verlieren, wenn man lang genug in Deckung bleibt. Ich bin gerade so angespannt. Okay, 50% haben wir. Ja, tut mir doch wohl doch ein bisschen weh, wa? Okay, sie geht jetzt auf die andere Seite, glaube ich. Aufpassen. Boah, ja, Aufzug in Betrieb.
okay. Was müssen wir jetzt machen? Ich habe keine Ahnung. Sie hat das Licht gerade ausgemacht, oder? Vielen Dank für Ihre Geduld. Hat die das... Nee. Ernsthaft? Nein! Okay. Leute, komm. Nimm den Aufzug. In den Aufzug rein! Oh! Alter! Boah! Alter Schwede! Das war knapp. Alter Schwede! Okay, wir haben es geschafft, Gott sei Dank. So, weh, jetzt kommt jetzt kein Kontrollpunkt. Dann kratze ich hier. Was? Nee, dann kratze ich ab. Nee, keine Ahnung. Kontrollpunkt. Boah. Okay, Gott sei Dank. Leute, das war gerade echt eine der schwierigsten Stellen im Spiel. Also bis jetzt. Ich weiß nicht, ob noch was Schwierigeres kommt, aber... Ei, okay, das hätte ich direkt so machen können. Sorry, aber ich spiele es blind. Ich habe keine Ahnung.